Du kannst dein Problem nicht auf der gleichen Ebene seines Entstehens lösen. Wie oft tun wir das Gleiche bei einem wiederkehrenden Problem und denken, ich habe zu wenig davon gemacht, ich muss noch mehr davon machen, damit ich das Problem löse. Oder wie oft erleben wir, dass vormals ein Problem gelöst wurde, also wir hatten eine gewisse Strategie entwickelt, eine Lösungskompetenz entwickelt und all das, und dann versuchen wir das nochmal. Weil wir denken, das Problem ist das gleiche Problem. Aber die Realität ist, dass es niemals gleiche Probleme, dass es niemals gleiche Konflikte gibt, sondern immer wieder ist ein Konflikt bei aller Konfliktdynamik und bei aller Konfliktzusammenhanghaftigkeit immer wieder etwas Neues. Und insofern entsteht oft das Thema, dass wir ein Problem auf der gleichen Ebene lösen, als es auch entstanden ist. Also etwas Gleiches nehmen wie die Entstehung des Problems. Das heißt, wir tun immer wieder in dem Bestreben, ein Problem wahrhaftig zu lösen und eben auch mit Anstrengung zu lösen und uns tatsächlich zu bemühen, eigentlich immer wieder häufig das Falsche. Probleme sind oft deswegen ein Selbstläufer, weil wir das Falsche tun, um mit einem Problem umzugehen. Und wenn ich es auf einer gleichen Ebene löse, dann wird oft nichts entstehen. Nimm ein Beispiel dazu. Dein Kind ist schlimm zu dir. Es fängt an, dich zu hauen. Es hat Schimpfwörter mit allem drum und dran. Du nimmst es dann sehr persönlich und schimpfst zurück und schlägst möglicherweise auch zurück, was du natürlich nicht darfst, aber weil es immer wieder reflexhaft passiert, es ist einfach auch oft eine bedauerliche Tatsache, die da ist. Und dann hast du das Problem mit dem gleichen Problem vermeintlich gelöst. Das Kind hat sich vielleicht unterworfen, unterzogen, aber das nächste Mal wird wieder was Ähnliches entstehen. Das heißt, du hast das Problem auf der gleichen Ebene gelöst, wie es auch entstanden ist. Also oft im Reflex nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Dinge, die im Leben, in unserem Leben, menschlichen Leben immer wieder problematisch sind, sind tatsächlich die gleichen Dinge, die wir tun. Wir gleichen uns an, wir tun das Gleiche, wie uns jemand auch getan hat. Also jemand hat uns belogen, belügen wir ihn auch. Jemand hat uns betrogen, betrügen wir ihn auch. Jemand hat uns wehgetan und hat uns verletzt, also tun wir das auch. Nicht? Meinetwegen jetzt in einer vermeintlichen Notwehr, die ja an sich vollkommen okay ist. So. Das Thema ist, nicht das Gleiche zu tun und Probleme nicht auf den Problemebenen zu behandeln, in denen sie entstanden sind, sondern etwas ganz Neues zu entdecken und etwas anderes daraus zu machen oder eben auch etwas anderes damit zu assoziieren, zu verknüpfen und damit etwas anderes geschehen zu lassen. Also nehmen wir so diesen Punkt Bestrafung. Wenn du einen Täter bestrafst für etwas, nach dem Motto, diese Tat hat also die und die Strafe verdient, dann musst du ihm immer die Möglichkeit geben, bei dem Strafmaß, dass er erkennen kann und dass er vor allem auch spüren kann, dass er zwar Sühne dafür leistet, also einen Ausgleich leisten muss in Form der vollzogenen und empfangenen Strafe, aber auch immer die Perspektive hat, es kann etwas Neues passieren. Also zum Beispiel, dass er resozialisierbar ist, dass er nicht im Ghetto landet und ständig straffällig und wieder rückfällig und straffällig wird, sondern dass andere Dinge tatsächlich ermöglicht werden. Das ist so ein ganz handfestes Beispiel aus dem juristischen Alltag, den jeder Richter kennt, wenn er einigermaßen bei der Sache ist. Das heißt, Probleme, die entstanden sind, zum Beispiel dadurch, dass wir uns, ich jetzt nehme das nochmal das Beispiel mit, dass wir uns sehr anstrengen und an der Anstrengung dann gescheitert sind. Nehmen wir mal an, du lernst für ein Examen oder du beschäftigst mich mit einer Thematik und strengst dich dann noch mehr an. Das heißt also, du scheiterst immer wieder an dieser maximalen Anstrengung, geradezu an der Zwanghaftigkeit, das Gleiche zu tun, um tatsächlich etwas bewältigen zu können und um etwas erreichen zu können. Ein anderes Beispiel.
Du musst als Schauspielerin einen Text auswendig lernen. Es ist also gefordert und morgen ist dein Drehtermin am Set und du musst den Text parat haben. Du weißt, die und die Szenen stehen an, also musst du tatsächlich firm sein und das haben. Und dann fängst du an, diesen Text zu lernen. Du hast das Drehbuch vor dir und du hast dich gut eingefühlt. Du erkennst den Sinn auch des Drehbuches. Also du hast dich schon ganz gut vorbereitet, aber irgendwie scheiterst du an dem Text. Und so an der Wortwörtlichkeit, weil der Regisseur das eben so verlangt oder das Set es so verlangt, dass du den Text drin hast und du denkst so, ich krieg den Text nicht rein, ich verhasple mich immer wieder an dieser und an jener Stelle und du bemühst dich mehr und mehr und mehr. Und dann kommt der Tag dann morgens, wo du vor dem Set stehst und tatsächlich, du scheiterst und scheiterst. Es werden zwei Aufnahmen gemacht, es werden fünf Takes gemacht, es werden 10, 20 Takes gemacht und irgendwann mal bricht der Regisseur ab und sagt, es hat keinen Sinn, geh nach Hause, wir wiederholen das morgen nochmal. Und welchen guten Ratschlag gibt er dann, wenn er einigermaßen gut ist? Er wird dann sagen, vergiss den Text. Du hast ja verstanden, um was es geht in dem Sinn. Erfinde deinen Text. Ein guter Regisseur wird niemals auf eine Drehbuchvorlage pochen, wo Punkt und Komma genauso wiedergegeben werden wie im Drehbuch. Das Drehbuch ist ja nur eine Möglichkeit auch, ein Konzept, ein Beispielkonzept, damit du selber dein eigenes Ding draus machst. Also in dem Sinne natürlich des Verständnisses und der Dramaturgie des Stoffes. Aber du bist einfach lockerer drauf. Und tatsächlich am nächsten Tag kommt diese Schauspielerin wieder und es wird wieder ein Take gemacht. Und tatsächlich, sie hat sich in dem Sinne freigespielt, indem sie ihre eigenen Worte, ihre eigene Emotionalität, ihre eigene Affektivität entwickelt und ebenso darstellt. Sie hat also nicht das Problem mit noch mehr Anstrengung bewältigt. Und das ist etwas, was Menschen sich oft abverlangen, dass sie so zwanghaft und rigide drauf sind, dass sie sagen, naja, da muss ich eben noch mehr davon machen, damit es auch letztendlich erfolgreich ist. Es ist nicht das Mehr, sondern mindestens das Weniger, wenn nicht sogar etwas anderes im Sinne aber des Ähnlichen. Weil alle Dinge sind im Leben ähnlich und es gibt viele Möglichkeiten, ein und die gleiche Thematik oder Rahmenthematik sehr, sehr unterschiedlich darzustellen oder eben zu lösen. Es geht ja, das sind ja nur Beispiele, ist ja nur ein Beispiel gewesen mit dem Filmset. Also, wenn ich Angst habe, dann kann ich nicht, um jetzt noch was anderes zu bringen, wenn ich Angst habe, kann ich nicht mit noch mehr Angst etwas weiteres erreichen. Nicht? Dann wäre es die gleiche Ebene und ich komme aus der Angst nicht mehr heraus. Ich kann natürlich sowas wie eine paradoxe Intervention machen, aber eine paradoxe Intervention bedeutet ja, ich kann noch mehr Angst spielen und so tun, als ob ich noch mehr Angst hätte und noch mehr Angst und all das. Und dann ist aber schon die Ebene erreicht, wo etwas anderes passiert und nicht mehr das gleiche einer zum Beispiel anfangs diffusen Angst, die ich immer wieder habe und an der ich dann scheitere. Paradoxe Intervention ist ja schon das spielerische, kreative, besondere Übertreiben, um einen Sprung zu schaffen und eben das Problem dann nicht mehr zu haben. Es ist also schon tatsächlich diese andere Ebene, die wichtig ist. Jetzt überleg mal, wo du immer wieder an Konflikten, an Problemen deinem Alltag zu scheitern drohst oder tatsächlich die Sachen problematisch werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du immer wieder das Gleiche versuchst und die gleichen Ebenen bedienst, die da sind. Nicht? Also wenn dir jemand rotzig kommt, bist du auch rotzig und dann steigert sich das hoch, ja? Statt eben vielleicht dann plötzlich einen Witz zu machen oder vor Lachen zu prusten, also vor echtem Lachen zu prusten und schon hat sich die Sache aufgelöst. Nicht? Oder was ja noch viel häufiger ist, dass Menschen keine Fehler machen wollen. Sie wollen fehlerlos sein, sie wollen makellos sein. Und das Makellose funktioniert natürlich nicht. Und dann ist es dann wichtig, statt dieser Perfektion, die man anstrebt, Fehler zu machen und die Fehler dabei zu belassen und die Fehler geschehen zu lassen und immer wieder Fehler zu machen als Möglichkeit, um einfach dadurch in ganz anderes Fahrwasser zu kommen und tatsächlich dadurch etwas Besonderes zu schaffen. Ob das perfekt ist, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Perfektion ist ja auch nichts weiter als eine Moral, eine Auffassung, eine Idealisierung, die wir haben, die sehr schnell einseitig wird und an dem wir immer wieder zu scheitern drohen.
Also tatsächlich, du kannst dein Problem nicht auf der gleichen Ebene seines Entstehens oder seines Fortbestandes lösen. Also das Gleiche zu machen, um einfach über das Problem springen zu können und es tatsächlich dann lösen zu können. Das funktioniert nicht, sondern ich muss geradezu, ich sage das mal so übertrieben, berauschend anders sein und damit eben anders umgehen können. Sonst scheitere ich immer wieder dran. Ich könnte jetzt noch Beispiele aus unserem menschlichen Verhalten nehmen. Also wie ist das meinetwegen in der Sexualität? Da habe ich das Problem, ich habe eine Ejaculatio Praecox, meinetwegen als junger Mensch. So, und dann habe ich natürlich eine Scham davor. Nehmen wir mal dieses brisante Beispiel, das eine Tatsache ist in der Realität. Und dann kriegen diejenigen Angst davor und denken, oh Gott, das ist aber schlimm für die Partnerin und all das. Und dann ist keine Erektion mehr da und all diese Geschichten. Ja, und dann versucht man sich noch mehr anzustrengen oder vielleicht beim sexuellen Akt an, was weiß ich, wen zu denken, aber beileibe nicht an diese Frau, die mich gerade so fasziniert, weil sie hier jetzt gerade mit mir liegt und wir einen intimen Akt haben. Wenn du das tust, dann hast du dich vollkommen verbogen, dann bist du so drauf. Mein Gott, Sexualität, die Lösung wäre dann zum Beispiel, die wirksame Lösung ist, lass Sexualität einfach passieren, wie sie passiert, ja, in der Hinsicht. Und dann wirst du wahrscheinlich Partnerinnen erleben, wo du ein-, zwei-, dreimal Ejaculatio Praecox hattest und die sind geduldig und die lieben dich und mögen dich und finden es zunächst auch mal toll, wenn das jetzt nur kurze Zeit stattgefunden hat. Und von Mal zu Mal wird es dann anders, weil du natürlich lernst, dich zurückzuhalten und es aufzuschieben und all das, aber eben doch zwanglos und normal, weil es ist menschlich, dass wir daran scheitern, dass so etwas vorkommt und dass man nicht einen Riesenaufwand betreiben muss, um das tatsächlich leisten zu können. Also ein Problem auch, was generell hier immer wieder entsteht, ist diese starke Leistungsorientiertheit, die wir haben, um etwas absolut zu schaffen. Und an dem scheitern wir natürlich ganz oft. Und so kannst du noch zahllose andere Beispiele in deinem Leben für diesen Thematiken finden. Du kannst ein Problem nicht auf der gleichen Ebene seines Entstehens oder seines Fortbestehens oder Fortbestandes lösen.